Morgen und willkommen zum Gospel Loft heute Morgen. Wir wollen das tun, was wir im Englischen schon getan haben. Eine Serie beginnen und auch beenden unter dem Titel Wir bauen das Haus Gottes. Ich habe auch auf Deutsch das Ganze schon in Buchform zusammengestellt und wie wir das auch in Englisch gemacht haben. Und wir wollen sehen, wie weit wir kommen. Es sind kleine, short oder kurze Predigen von 15 Minuten Maximum und wir wollen das Ganze miteinander durcharbeiten. Also viel Glück und Gottes Segen. Wir bauen das Haus Gottes. Gleich möchte ich die erste Bibelstelle lesen vom 1. Petrus 2 und Vers 5. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Vom Grundlegen der Fundamente ist unser erstes Thema als Einleitung. Ich hatte früher einen Finanzpartner in einem meiner Geschäfte in Südafrika und er hatte ein ganz eigenartiges Hobby und das hieß nochmals eine Million machen. Ich war damals noch nicht erlöst und ich hatte keine Ahnung von Jesus Christus, aber es hat mich irgendwie fasziniert und ich fragte ihn einmal, wie machst du das? Hast du ein Rezept dafür, wie du einfach dein Hobby ausüben kannst und nochmals eine Million zu deinen anderen Millionen hinsetzen? Denn ich wollte ja damals auch vielleicht eine Million machen. Und da sagte er, das ist ganz einfach. Du machst einen Plan und ganz ähnlich, wie man ein Haus baut. Und dann gibst du den Plan ein zu den Behörden, damit sie das begutachten können. Und dann, wenn der Plan begutachtet ist, dann kommt er zurück mit dem Stempel und dann schaust du, damit du genug Finanzen hast, deinen Plan zu Ende zu führen. Aber zuvor fragst du vielleicht noch ein paar Experten, so Architekten und so weiter, was in der Möglichkeit oder im Bereich der Möglichkeit liegt. Und dann fängst du an, die Fundamente zu legen und dann die Mauern aufbauen, den Dachstuhl zimmern, die Fenster in die Wände, das Dach decken und dann bist du halbwegs da. Und das habe ich nie vergessen, das halbwegs da. Der Rest ist irgendwie verschwunden. Das war nicht mehr wichtig, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, aber was ich immer behalten habe, ist das halbwegs da. Denn so viele Dinge beginnen wir und wenn wir halbwegs da sind, dann geben wir einfach auf. Na, das Haus Gottes zu bauen, ist eine ähnliche Sache. Der Bauplan mit allen Instruktionen ist unsere Bibel, das Wort Gottes. Die Bibel wurde geschrieben mit dem Finger des Herrn. Sprich die Wahrheit bis aufs letzte Detail. Der Plan wurde gut gekehrt durch den Heiligen Geist. Und wir dürfen nichts von uns selbst dazulegen. Und Petrus lehrt uns auch in dieser Hinsicht etwas von dem Ursprung der Schrift. Und ich möchte was lesen aus dem zweiten Brief Petrus, Kapitel 1, Verse 20 und 21. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Da haben wir es. Gott besorgte den Plan, kehrte ihn gut, zum Bauprogramm gehören die Finanzen und Gottes Investitionen. Und dazu machte er uns zu seinen Kindern, zu seinen Erben und Miterben in Jesus Christus. Und jetzt ist die Bank offen. Unser Vater im Himmel, er besitzt die Rinder auf 1000 Hügeln. Er hat alles
in seinem Besitz. Er hat uns auch gesegnet mit allen geistlichen Segen in himmlischen Orten. Das lesen wir im Epheserbrief, gleich im ersten Kapitel, Vers 3. Und das hat er getan durch Jesus Christus. Und damit gab er uns das Recht, himmlische und geistliche Währung zu prägen. Dann reden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Verse 28 bis 29. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überlegt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Ja. Also wollen wir anfangen, Fundamente oder Grund zu legen. Die Fundamente auszugraben mit Pickel und Schaufel ist Schwerarbeit. Wir graben bis zum Fels und es ist nicht leicht. Und viele geben zu früh auf und gießen den Beton auf losen Sand oder auf Lehm oder auf weiche Erde. Aber Gott will nicht, dass wir gleichgültig werden, schon am Anfang. Und er gibt uns gleich guten Rat. Matthäus 7, 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Gegründet. Mit Gott gibt es einfach keine Abkürzungen und wir müssen ganz genau nach dem Plan arbeiten. Aber dann geht es weiter und er sagt, und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute und als sein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein. Sein Fall war groß. Während jeder Phase des Bauprogramms, sogar bevor wir den ersten Schritt gemacht haben, gibt Gott schon Warnung und Rat. Fundamente, also Grundsteine, nachdem sie gelegt sind, werden wieder zugeschüttet und man sieht sie nicht mehr. Eine ideale Versuchung, unsere Fehler zu verstecken. Die Häuser Gottes fallen so oft und die Gemeinden wanken auf unsicheren Fundamenten, weil jemand irgendwo eine Abkürzung genommen hat. Wir überspringen oft und so gerne die unangenehmen Themen der biblischen Schrift und entnehmen ihnen ihre Wichtigkeit. Wenn die Bibel von Fundamenten spricht, redet das von etwas, das ewig hält. Verfertigt mit dem teuersten Material. Unser geistliches Haus ist nicht etwas, das wir unseren Kindern als Erbschaft vermachen können. Wir verlieren es nie und es wird uns in die Ewigkeit begleiten. Wir haben ein Beispiel im Buch der Offenbarung über Fundamente oder Grundsteine, wenn es über und von Jerusalem spricht. Und sie sind gemacht von Edelsteinen. Offenbarung 21, 14 und Vers 19. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Fundamente oder Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und dann Vers 19. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Wir sind das Haus Gottes. Es ist deshalb wichtig, dass alles bestens verarbeitet wird. Und wir uns auf den Eckstein verlassen, der die Fundamente zusammenhält. Und im 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16 und 17 lesen wir, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wir werden später zu diesem 17. Vers zurückkommen, wenn das Haus gebaut ist und es versorgt werden muss. Aber lass uns zurückgehen zu den Fundamenten der Apostel, der Propheten und dem Eckstein Jesus Christus.
Das wird bestätigt im nächsten Vers, Epheser Kapitel 2 und Vers 20. Er baut auf den Grund oder Fundamenten der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Aber zuerst ein paar Worte zum Thema Propheten. Wir haben die Propheten im Alten Testament und dann im Neuen Testament jene, die erwähnt sind in Epheser 4, 11 und gegeben wurden als Geschenk an die Gemeinde Gottes. Der erste angewiesene Prophet im Alten Testament, das war Samuel. Vor ihm gab es Richter und Gott war König. Und dann eines Tages wollte Israel einen König haben, wie es die Heiden hatten, rund um sie herum. Sie wollten Gott nicht mehr als König, sie wollten ihren eigenen aus Fleisch und Blut. So Gott gab ihnen Saulus, einen Menschen nach ihrem eigenen Herzen. Zur gleichen Zeit salbte er Samuel als den ersten Propheten. Und die Botschaft, die dem Propheten auferlegt wurde, war zweifach. Zuerst wurde das Volk gewarnt, dass sie zu Gott zurückkehren sollten, wenn sie ihn verlassen hätten. Der zweite Teil seiner Botschaft war, dem Volk klarzumachen, dass eines Tages Gott wieder den Thron besteigen würde. Denn das Mensch-König-Arrangement wäre nur eine temporäre Lösung. Grundlegend ist die Botschaft bis heute dieselbe. Kommt zurück zu Gott. Das ist unsere Predigt. Beugt eure Knie vor dem Gott des Himmels. Gott wird wieder König sein. Wird gesprochen heute. Jesus kommt wieder als König der Könige. Ja, eines Tages wird er wieder regieren. Vom Berg Zion in Jerusalem. Über alle Nationen der Welt. Für 1000 Jahre zuerst. Und unsere Botschaft macht gerade den krummen Weg. Dieses Prinzip ist grundlegend für die Gemeinde Gottes und wird sich nie ändern. Die Gabe der Weissagung auf der anderen Seite, das hat nichts zu tun mit dem Amt eines Propheten. Das ist etwas anderes. Davon werden wir später sprechen. Ja. Epheser 4,11 ist, was wir haben. Und er hat einige Apostel eingesetzt. Und er gab, als es eine Gabe wäre. Wir kennen die 12 Apostel des Lammes, die von Jesus erwählt wurden. Mit ihm zusammen waren sie waren zusammen 3,5 Jahre mit Christus. Ja. Und später kamen dann die Apostel, die auch geholfen haben, Fundamente zu legen und Gemeinden zu gründen. Sie waren Menschen wie Paulus, der auch Jesus gesehen hat. Wie aus einer geistlichen Vision und ihn unterrichtet hat. Und dann haben wir Apostel wie Apollos und Jakobus, der Bruder von Jesus. Und alle zusammen haben die eine Aufgabe gehabt, Fundamente zu legen für die neue christliche Gemeinde. Nächstes Mal werden wir anfangen mit den Fundamenten. Und wir werden dann lesen aus dem Hebräerbrief 6. Verse 1 bis 3. Aber bis dahin, Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Amen.